Hallo, in diesem Video zeigen wir euch die Stickstoffbestimmung nach Panas-Wagner. Zuerst zu den Gerätenamen. Hier ist der Wasserdampfentwickler mit Überdruckventil. Das ist das Reaktionsgefäß mit darunter befindenden Ablasskolben samt Quetschhahn. Hier ist der Einlasstrichter. Hier der Rückflusskühler. Und das ist der Tropfenfänger. Dies ist der Vorlagekolben mit Laboboy. Zuerst muss die Apparatur gereinigt werden. Der Wasserdampfentwickler muss zur Hälfte mit Testwasser befüllt sein. Nun wird der Kühler mit einem Wasserschlauch angeschlossen. Der Wasserzufluss muss von unten kommen. Der andere Schlauch wird zum Ablassen befestigt. Dann wird das Kühlwasser durch den Kühler geleitet. Der Hahn des Einlasstrichters und der Quetschhahn werden geschlossen. Ein leerer Vorlagekolben wird montiert und dieser fängt das Reinigungswasser auf. Der Labobrenner wird angezündet und der Wasserdampfentwickler wird vorsichtig mit entleuchteter Flamme befächelt und schließlich aufgeheizt. Der Wasserdampf strömt reinigend durch die Apparatur und das Ganze läuft ca. 5 Minuten lang. Sind die 5 Minuten vorbei, wird zuerst die Vorlage abgesenkt und dann ist der Brenner entfernt. Nun wird der Quetschhahn geöffnet und dieser bleibt auch offen. In einen 100 ml Erlenmeyer-Kolben werden ca. 50 ml 4%ige Borsäurelösung eingefüllt sowie 2 Tropfen Taschiro. Mit einer Vollpipette werden 10 ml Aliquot der aufgefüllten Probelösung in den offenen Einlasstrichter pipettiert. Es wird mit ein wenig Testwasser nachgespült und der Hahn wieder geschlossen. Nun werden mit der Messpipette oder bis zur Markierung direkt am Trichter 10 ml 37%ige Natronlauge in den Einlasstrichter pipettiert. Der Wasserdampfentwickler wird wie vorher gezeigt angeheizt, bis der Wasserdampf durch das Reaktionsgefäß strömt. Um die Reaktion zu starten, wird die NOH eingelassen und der Hahn direkt wieder geschlossen. Der Quetschhahn wird auch umgehend geschlossen. Wichtig ist, dass der Vorlagekolben so unterhalb des Kühlers platziert ist, dass das Auslaufrohr eintaucht. Der ankommende Ammoniak färbt den Taschiro-Indikator in der Vorlage grün. Die Destillation dauert insgesamt ca. 5 Minuten. Um sie zu beenden, wird zuerst die Vorlage abgesenkt und das Röhrchen kurz mit Testwasser abgespült. Der pH der heraustropfenden Lösung wird geprüft und muss unter 8 sein, sonst muss man noch einige Minuten weiter destillieren. Ist der pH tief genug, wird der Brenner entfernt und abgedreht. Der Einlasstrichter wird gespült und der Quetschhahn wird geöffnet.
Vorsicht, die Lösung ist sehr heiß. Die Vorlage mit der Borsäurelösung wird quantitativ in einen großen Titrierkolben überführt. Nun wird mit 0,1 molarer HCl bis zur Farbe Grau mit leichten Rosastich titriert und der Titrationsverbrauch notiert. Genaueres zur Titration findet ihr im Video Richtig titrieren.